Hallo, liebe Studierende, wir haben jetzt nochmal einen ganz kleinen Einschub, den wir jetzt nochmal getrennt als kleines Video hier Ihnen präsentieren wollen. Es geht um die Frage nochmal, wie bereiten Sie sich auf unsere Prüfungen vor? Das ist sonst was, was man sonst in der Vorlesung normalerweise immer, by the way, hier und da so ein bisschen mit anbringt, weil das ja alles doch insgesamt sehr stark fachorientiert sind, die Vorlesungen, und auch am Thema bleiben sollen, haben wir uns gedacht, gut, wir machen jetzt hier noch eine kleine Ansage, was kann man eigentlich tun, um sich gut auf eine Prüfung vorzubereiten, worauf kommt es an? Und da ist natürlich, ist ganz wichtig, das werde ich an ein paar Stellen noch wiederholen, für die Prüfungsvorbereitung, dass Sie wirklich diszipliniert daran gehen, dass Sie sich intensiv auch mit dem Stoff beschäftigen, dass Sie sich auch, und das ist ein bisschen eine Erkenntnis, die wir jetzt gerade auch gewonnen haben in den letzten Videos, eigentlich immer weniger Leute sich die angeschaut haben. Daraus schließen wir so ein bisschen, dass man sagt, ja gut, im zunehmenden Semester wird man eher müder und eher etwas träger und guckt halt mal kurz rein und sagt dann, ja gut, kann ich immer noch später reingucken. Das ist natürlich fatal, weil Sie später natürlich ganz viele Dinge haben, in die Sie reingucken müssen. Und wenn dann in der Prüfungszeitraum sich das Ganze klumpt, dann ist es gut, wenn man sich einige Sachen vorher schon mal angeschaut hat. Und deswegen der erste Tipp, schauen Sie wirklich ruhig regelmäßig rein. Normalerweise würden Sie auch vielleicht, nicht alle von Ihnen, aber viele, in die Vorlesung kommen. Und da Sie es jetzt nicht tun, gucken Sie einfach jeden Tag mal 1 bis 2 Stunden in diese Videos rein. Das hält Sie dann wirklich auf dem Laufenden und hält vor allen Dingen auch den Aufwand kurz vor der Prüfung, den Workload, den Sie dann haben, klein. Das ist aber schon die erste Frage von Disziplin. Zweiter wichtiger Punkt, wenn Sie in so einer Vorlesung reinhören, reinsehen, dann gibt es dort viele Dinge, die wichtig sind und viele Dinge, die vielleicht auch nicht so wichtig sind. Und Sie müssen immer unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und da kann man eigentlich immer sagen, Dinge sind wichtig, die, sagen wir mal, auf größere Zusammenhänge hinweisen, die bestimmte Dinge auch draußen im Leben und im Umgang mit den Tieren erklären. Dinge sind jetzt vielleicht nicht so wichtig, ob jetzt der Vogel 7 oder 8 Eier legt oder ob wir beispielsweise die Jungen jetzt 12 oder 17 Tage gesäugt werden. Das ist als Zahl nicht wirklich so relevant. Das wird auch nicht wirklich jetzt stupide abgefragt, sondern da kommt es mal darauf an, zu erkennen, was in einem größeren ökologischen Zusammenhang wichtig ist. Also zum Beispiel, dass ein K-Stratege letztendlich immer weniger Nachkommen hat, später geschlechtsreif wird, oft länger lebt als ein R-Stratege und da dann auf diese entsprechenden Zahlen auch so ein bisschen zu passen. Das sollte man wissen, aber man muss jetzt nicht auf das einzelne Junge genau sagen können, ob jetzt, wie gesagt, der Fasan 13 oder 16 Eier legt. Also einfach ein bisschen für sich selber filtern und ein bisschen strukturieren und sagen, was ist wichtig, was ist zwar vielleicht ganz nett, aber auch nicht so wichtig. Das führt natürlich auch dazu, dass Sie hinterher einfach weniger zum Auswendiglernen haben. Und Prüfungen sollen ja nicht unbedingt nur vom Auswendiglernen her bestehen. Ein bisschen was müssen Sie können, keine Diskussion, aber Sie müssen vor allen Dingen auch im Verknüpfen von Informationen bestehen. Zum Schluss komme ich nochmal drauf, wie unsere Prüfung aussehen wird. Das ist dieses Jahr ein bisschen eine Besonderheit. Dann natürlich die Frage, vielleicht schreibe ich Ihnen das auch mal mit. So, zur Frage der Disziplin, ist nochmal ganz wichtig. Wie lernen Sie? Wie gehen Sie vor? Nehmen Sie sich zum Beispiel ein bestimmtes Pensum vor. Sie haben jetzt nur x Tage noch bis zur Klausur und Sie haben im Grunde so und so viele Seiten zu lernen. Also pro Tag heißt das so und so viele Seiten. Das könnte man so machen. Wenn Sie das so machen, dann ist es auch wichtig zu gucken, machen Sie das so jeden Tag? Stehen Sie auch jeden Tag auf morgens und setzen sich daran oder abends oder wann auch immer? Oder gehen Sie irgendwann dann zu der Frage oder zu der Ansicht über, ja gut, ich fange einfach mal an, soweit ich komme und wenn ich nicht so weit komme, mache ich es halt am nächsten Tag. Es ist noch genug Zeit, es sind noch genug Tage dazwischen. Also da sollte man wirklich darauf achten, wenn man sich so eine Vorgehensweise aussucht und sagt, ich will jeden Tag ein bisschen was machen, dann sollten Sie auch das Maß dann auch schaffen und nicht sagen, ich mache so weit, wie ich komme oder bis mich was ablenkt, weil das dann oft dazu neigt, dass man sich sehr leicht auch ablenken lässt. Also ruhig ein Pensum sich setzen, weil Sie das Pensum nicht geschafft haben, ja gut, und mit dem nächsten Tag eine Stunde früher aufstehen. Auch wichtig, ob Sie ein Typ sind, der morgens besser lernen kann, der ein bisschen abends besser lernen kann, gibt es alles. Also ich selber bin ein Mensch, der eher am Nachmittag oder Abend lernen kann.
Es gibt aber Menschen, die durchaus morgens um 7 auch völlig aufnahmebereit sind und die das sind, die sollten das auch tun und ausnutzen. Dritter Punkt sind Mitschriften. Das versuche ich in jeder Präsenzveranstaltung eigentlich immer wieder und wieder zu sagen. Und ich muss es jetzt an der Stelle auch nochmal erwähnen, weil das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und ich würde Ihnen auch durchaus raten, so albern das klingen mag, wenn Sie sich so ein Video anschauen, versuchen Sie sich auch Notizen dazu zu machen. Versuchen Sie einfach die wichtigsten Punkte stichpunktartig zu notieren, so dass Sie es hinterher noch lesen können. Schreiben Sie es entweder in ganzen Sätzen, wenn Sie das wollen und das können von der Geschwindigkeit her. Das ist beim Video einfacher, da kann man die Sequenz auch zweimal hören. Oder schreiben Sie in Stichworten, aber schreiben Sie bitte mit. Warum ist das so wichtig? Das ist, im Grunde hat das verschiedene Gründe. Zum einen ist so eine Mitschrift einmal natürlich Lerneffekt. Das heißt, in dem Moment, wo Sie mitschreiben, lernen Sie. Das Schreiben, das Verschriftlichen, dessen, was Sie gerade auditiv aufnehmen, ist bei den meisten Menschen ein Lerneffekt. Unbewusst oder bewusst. Sie alle lernen ja über verschiedene Kanäle intensiver oder weniger intensiv. Das ist auch nichts Neues. Der eine guckt sich lieber was an, der andere hört lieber was, der dritte liest lieber. Also ich persönlich bin ein Mensch, der zum Beispiel sehr gerne was nachliest. Eine Vorlesung, das Anhören hat mir nie so viel gebracht. Aber das Mitschreiben zum Beispiel auch in der Vorlesung. Und das war auch dann für mich die Grundlage, die ich dann hinterher auch in Ruhe nacharbeiten konnte. Also das sind die Dinge, die beim Mitschreiben wichtig sind, der Lerneffekt. Ein zweiter Punkt die Foliensammlung reicht nicht aus. Das heißt also, wenn Sie nur die Folien sich anschauen und dann auswendig lernen, was auf den Folien steht, dann ist das im Grunde kein gedanklicher Zusammenhang richtig. Das sind das im Grunde Faktenwissen. Und Faktenwissen ist eigentlich genau das, was wir jetzt zwar in bestimmten Punkten voraussetzen müssen, aber was jetzt nicht unbedingt Ziel der Lehrveranstaltung sind mit einer Universität, wo wir im Grunde Verknüpfungen, Verständnis arbeiten müssen. Foliensammlung alleine ist aber eben nur Faktenwissen. Und der dritte, auch wichtige Punkt sind Wiederholungen. Wenn der Lehrende eine Sache nicht einmal erwähnt und nicht zweimal erwähnt, sondern fünfmal erwähnt, das fällt Ihnen sicherlich hier und da mal auf und auf manchen Dingen wird halt umgeritten, dann sollten Sie es in Ihrer Mitschrift auch durchaus so mit notieren. Warum? Wenn Sie vor der Prüfung für die Vorbereitung irgendwann in Zeitnot geraten und die Zeit knapp wird, und das wird bei vielen von Ihnen so sein, dann ist es manchmal klug, sich nur auf die Sachen zu spezialisieren, die mehrfach erwähnt worden sind. Weil die Sachen, die mehrfach erwähnt worden sind, also nicht jetzt auf den Folien, sondern tatsächlich im Vortrag selber, die scheinen dem Lehrenden offenbar wichtig zu sein. Sonst würde er sie nicht mehrfach erwähnen. Und man könnte da mal versuchen, eine Statistik draus zu machen, aber ich gehe mal davon aus, dass im Grunde solche Dinge einfach auch öfter dann in den Fragen auftauchen. Deshalb ruhig so ein bisschen auf das Bauchgefühl hören und wenn vom Lehrenden eine Sache sehr häufig erwähnt wird, die auch ernster nehmen als vielleicht manche anderen Sachen. Der vierte Punkt ist, ich habe es eben schon mal erwähnt, Zeitplan. Also schauen Sie, wie viel Zeit Sie haben, wie viel Zeit Sie für andere Dinge brauchen, wie viel Zeit Sie für Ihr tägliches Dasein brauchen und versuchen Sie, den Zeitplan, sagen wir mal, mit ein bisschen Puffer zu gestalten und den Puffer dann wirklich auch einzubauen. Das ist immer das Schwierigste, hat wieder mit dem Punkt ganz oben, mit der Disziplin zu tun natürlich. Aber so ein Zeitplan ist relativ wichtig, einfach Termine mit sich selber machen, mit sich vereinbaren, wann am Tag lerne ich und wann gebe ich mir auch Freizeit für mich selber, dass man das ein bisschen getrennt hält, weil sonst kommt man irgendwann in eine sehr unschöne Situation, dass man also eigentlich ja lernen müsste und das auch weiß, aber wirklich ja doch lieber irgendwas anderes anguckt, irgendwo sich ein Video reinzieht und ist total unzufrieden mit der Situation. Ja, man weiß genau, man müsste, aber man kann nicht und tut nicht und schiebt es immer auf später und später und später. Dann ist es abends um 12, man ist müde. Das macht keinen Spaß. Also von daher versuchen Sie, diszipliniert diese Dinge einzuhalten, auch wenn es schwer fällt. Das ist nicht leicht, das weiß ich. Der fünfte Punkt, den ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte,
ist Selbstkritik. Das ist ein, finde ich, sehr wichtiger Punkt. Gewonnen die Erfahrung auch aus vielen, vielen Prüfungen. Früher, als wir noch mündliche Prüfungen hatten, als wir noch weniger Studierende hatten, da war es ganz häufig so, dass Kandidaten, die extrem überzeugt waren, sie hätten eine ganz furchtbar schlechte Note gehabt und seien fürchterlich daneben gegriffen, kamen meistens mit einer relativ guten Note raus. Und umgekehrt das Gleiche. Kandidaten, die mit relativ schlechten Noten rauskamen, haben relativ häufig die Ansicht vertreten, sie wären doch eigentlich gut gewesen, hätte alles gekonnt. Also diese Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung scheint immer mal für manche ein bisschen ein Problem zu sein. Das heißt also, erstmal für sich selber herausfinden, was kann ich eigentlich, was beherrsche ich eigentlich vom Lernstoff und was beherrsche ich nicht. Und einmal was gelesen zu haben, heißt noch nicht, dass man es kann. Das heißt, man muss irgendwie rausfinden, was kann ich eigentlich. Und das ist natürlich die beste Möglichkeit. Sie haben einen Partner oder eine Partnerin oder Sie haben Mitbewohner oder wen auch immer und die können Sie abfragen. Ja? Und dieses Abfragen muss dann im Grunde auch ohne zu schummeln sein. Und dann merken Sie sehr schnell, wo denn die Lücken sind, was Sie können und was Sie nicht können. Wenn Sie jetzt keinen haben, der Sie abfragt, ja gut, dann müssen Sie im Grunde selber Fragen formulieren. Also im Grunde Ihre Mitschrift mal nehmen, sich mal gucken, was steht auf der Seite, versuchen das zum Beispiel mal wiederzugeben. Oder Sie überlegen, was könnte der denn dazu fragen? Das sind wir bei den Sachen, die tausendmal wiederholt werden. Das, was oft wiederholt worden ist, wird möglicherweise auch öfter gefragt. Also Selbstkritik, ganz, ganz wichtig. Was kann ich wirklich oder was glaube ich, dass ich kann? Weil, wie gesagt, die Erfahrung lehrt, dass die besseren Prüflinge, die wirklich die besseren Ergebnisse erzielt haben, eigentlich immer der Meinung waren, sie waren schlechter und umgekehrt. Und das zeigt im Grunde, dass eine weniger gute Prüfung auch was mit fehlender Selbstkritik offenbar zu tun hat. Und das fängt ja schon früh an, das fängt ja schon beim Lernen an, weil ich denke, ich kann alles und mache dann doch was anderes und kann es in Wirklichkeit nicht. Dann nochmal rechtzeitig entscheiden, ob Sie die Prüfung machen oder nicht, auch ganz wichtig. Also nicht sozusagen bis einen Tag vorher oder 6 bis 7 Stunden vorher denken, Sie machen es noch irgendwie und dann doch abspringen. Wenn Sie sich überlegen, von der Prüfung abzuspringen, tun Sie es relativ früh, dann haben Sie einfach mehr Zeit für andere Dinge. Das sind so die ja, ganz groben, wichtigen vielleicht Tipps, die wir Ihnen mit auf den Weg geben können. Ein wichtiger Punkt ist nochmal, das sage ich auch eigentlich in den Lehrveranstaltungen immer wieder, uns interessiert nicht, was Sie nicht können, uns interessiert, was Sie können. Jo, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Schönen Dank.